gehst du raus, dann geh raus, wir spielen, aber ärger mir die Nachbarn nicht, ne? Ach, hallo, gut, dass ihr da seid. Mensch, prima, bin ich nicht so alleine. Ja, wenn's alleine hier rum erzählen, das wäre ja auch ganz schön dumm, ne? Oder? Ja, gut. Kein Moment, ich muss mal eben meine Uniform, ich sage immer Uniform, sage ich auch zu Niki. Er ist ja richtig Koch, hat ja Koch gelernt, mehr ja, reiner Glücksfall. Ja. Und ja, aber das kann er, vielleicht kann er das ja auch mal selber erzählen, wie er zum Koch geworden ist. Das wäre ja auch mal ein schönes Thema, finde ich. Apropos Thema, tut mir eingefallen, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, oder was ihr wissen wollt über uns, also privat, sehr privates gibt's nicht, sexuelles, ja, also, ja, oberflächlich gesehen reden wir schon über uns, aber halt nicht sehr intime Sachen. Ja, wer mit wem und wie und warum, ist nicht. Ja, bei uns ist halt nur, jetzt geht's besser, ist halt nur die normalen Unterhaltungen eben. Ja, das macht ihr auch nicht. Ja, ist ja auch nicht unbedingt immer wichtig. Sollte man nicht wichtig finden. Ja, was machen wir heute Schönes? Und warum machen wir das? Ja, weil wir Hunger haben, kochen wir heute wieder. Küchentalk und Kaffeeklatsch sagt erstmal Glück auf. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Finde ich so richtig toll. Dann bin ich nicht so alleine in der Küche. Niki und Küken sind wieder oben. Ja, schauen sich irgendwelche Fantasy-Filme an oder machen ein Spiel. Ja, sie machen so gerne Brettspiele. Mensch, ärgert mich doch nicht oder so ähnlich. Ja, wisst ihr das eigentlich? Mensch, ärger dich nicht, früher anders hieß? Mensch, ärger dich. Und dann kam erst Mensch, ärger dich nicht. Warum? Ja, weil das Spiel auf dem Spielbrett vier Ecken hat. Ja, und in jeder Ecke ist ja ein so ein Startpunkt mit diesen vier Doppelköstern. Ne? So, und Mensch, ärger dich nicht. So, da hat man einfach noch ein Wort dazu gemacht. So passte das. So konnte man das in jede Ecke reinschreiben. Mensch, ärger dich nicht. Ja, ganz logisch, oder? So einfach kann es sein. Ja, aber wie gesagt, ich bin nicht so für Brettspiele, ne? Also ich bin kein Brettspielfreund. Liegt mir einfach nicht. Oh, boah, mit Jagerlegen, dann fliegst du mal raus und dann nochmal und nochmal. Für mich muss erstmal ein Brettspiel erfunden werden. Ein Brettspiel, ja, warte mal. Es gibt so ein Brettspiel in der Kneipe. Ja, dann gibt's so ein Brett. Da ist ein Körnchen, also ein Bier drauf und ein Körnchen drauf. Ja, und dann kriegst du das so als Herrengedeck, ne, am Tisch gestellt. Finde ich gut. Ich würde da noch eine Frikadelle beilegen. Also ich so als Hobbykoch würde da noch lecker Frikadellchen beimachen. Alle, früher wenigstens so. Ich würde da noch als Herrengedeck noch eine lecker Frikadellchen. Was war das denn nun? Ich habe einen Habt ihr jetzt gesehen? Ob da der Tor. Ach du Liebe. Ach komm, dann lasse ich das ab. Ah. Ja, auch die Schürzen auch nicht mehr so verlassen wie früher. Jetzt muss ich erstmal das hier wieder einfrutteln. Das ist mir das Mikroskop abgegangen. Ah. Nee, warte mal, ich muss euch mal eben hier oben. Wenigstens hier oben anzwacken. Was ist denn das? Ich muss mal in mein Hörgerät. Also, ne? Da ist manchmal der Teufel im Detail. Ach du lieber Gott. Hilft. Ich brauche Küken. Küken kann einfädeln. Ich kann das nicht. Ich bin da so grob motorisch. Ich bring das mal eben um die Ecke. So. Gut, das reicht. Ja, also wie gesagt, was habe ich mit euch jetzt heute vor? Was Ordinäres, Einfaches, weil das ist einfach. Ja, also für viele ist das Kochen natürlich, oh, Kochen, oh, als wenn sie ein Hochhaus bauen müssten.
Leute, ihr braucht kein Hochhaus bauen, ihr braucht nur Wasser warm machen, was reinschmeißen, umrühren, Teller am Tisch, diese braune Brühe da, die man mit Soßen und Suppen verfeinern kann. Und dann schmeckt das auch. Huch, das waren meine Ringe. Ah, ich mache die immer ab. So gut, wenn ich es vergesse, erinnert mich dran. Ja, aber ja, also ja, also ja, ich habe jetzt hier so vorbereitet, aber jetzt gucke ich das mal an. So, das soll Sellerie sein, Leute. Kati, was hältst du davon? Das soll Sellerie sein. Ja, guck mal. Da ist ja, guck mal, da, ne, siehst du das? Dann bin ich jetzt dahin und schäle die ab. Da ist ja nichts mehr von über. Ja, verstehst du? Da ist ja nicht. Und da, oder hier, guck mal, Porree. Ja, was soll ich, guck mal, oben die Blätter, je grün, dunkelgrüner das wird, umso bitterer wird Porree. Ja, so was soll ich denn damit? So, jetzt gehe ich ein, mache ich ein so eine Schale ab, so, dann reibe ich das sauber oder wasche das ab, ja. So, das ist nicht viel. Gerade Porree und Sellerie brauche ich immer am meisten. Dafür sind hier von die Karotten. Für solche dicken Dinger. Ja, sag mal, hab ich kein Nickel oder Kamele oder Elefanten, mit die ich mit füttern will? Nee. Wenn ich eine Kartoffel. Ja, na, das Problem ist wirklich. Oder kauft doch mal gefrorenes Suppengemüse. Leute, habt ihr schon mal Schnibbelbohnen in eine Hühnersuppe gemacht? Ich nicht. Also, dann läuft da irgendwas verkehrt. Wenn ihr mich dabei erwischt, dass ich Schnibbelbohnen, Erbsen, ja, Erbsen habe ich schon mal, glaube ich, gesehen. Aber nur so vereinzelt, so wie reingeschossen. Ja, dann erschießt mich. Gibt mir die letzte Ölung und schläfert mich ein. Also ich und Schnibbelbohnen in der Hühnersuppe. Also, nee, hier wird nicht. Bei mir muss die Hühnersuppe fein sein. Ja, die muss eine Eleganz ausstrahlen, muss hübsch sein, ja, schön, ja, klug und gebildet. Nee, das ist jetzt Blödsinn. Aber nein, eine Hühnersuppe muss schon Eleganz ausstrahlen, die muss hübsch sein, ja, fein, feine Nudeln, ja, da dürfte auch keine dicken Spirellis oder so wie so alle Reis reinmachen, also das geht gar nicht. So Fadennudeln, Reisnudeln oder Buchstaben, Herz, diese Sternchen, ja. Also Buchstaben, ja, ist ja offiziell und wenn ihr Sternchennudeln nehmt, sind das Buchstabensuppen halt aber kodiert, ne? Ja. So, ja, ich werde euch jetzt gleich ranholen. Also nicht zum Arbeiten, ihr braucht hier nicht arbeiten, ihr braucht nur zuschauen, ja, den Daumen hoch machen, wenn euch das gefallen hat. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann hier oben, hier irgendwo da, so, hier in der Ecke, ja, da müsst ihr so ein X drücken und dann bin ich weg. Oder sind wir weg? Wir sind ja zu wir, ne? Nee, zu dritt. Ja. Ich höre das schon mit jemandem. Da kommt jemand. Was? Guck mal. Kikuk. Richtig. Kuckuck hat sie gemacht. Ich möchte durch und dann muss ich euch mal eben kurz mitnehmen. Ja. Und dann nehme ich mir jetzt hier so ein bisschen. Ja. Ah, guck mal. Das ist immer so. Manchmal bleibt da so was. Ja, von den Wischwaschschwamm. So, warte mal. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. Guck mal. Das sind jetzt hier so gesammelte Werke. Ja. Riech mal, oh, riech mal. Oh. Nee, das sind Pilze. Steinpilze, ja. Ich glaube, die sind aber noch die gekauften. Ich kaufe auch zwischendurch mal Pilze, obwohl ich die lieber gerne mal auch mal sammeln gehe. Aber die müssen auch mal irgendwann weg. So, dann nehme ich mir ein Gläschen oder eine Tasse. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich nehme ein Glas. Da habe ich schon eins. Ja, und da tue ich jetzt so, oh, ich sag mal, die Hälfte von rein. Weil das wird jetzt gleich mehr. Ja?
Das wird mehr. Warum? Weil ich die erstmal wässer und mit dem Wässern auch dadurch reinige. Ja, und zwar mache ich heute eine tschechische Kartoffelsuppe. Ja, ich habe mir so überlegt, meine Kartoffeln, da ist da so gar nichts dran. Ne? So Kartoffel schmeckt halt nach Kartoffel, oder? So nach dem Motto. Und so, guck, das ist ungefähr die Hälfte. Und hier ist die andere Hälfte. Ne? Könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Ne? Ja. Nichts weg umkommen lassen. Steinpilze sind sehr teuer, also geht ordentlich mit um. Was Edles. Und da tue ich jetzt einfach eine Runde Wasser rein. So eine, nicht so runde, sondern ja doch rund. Dann tue ich die so ein bisschen stupsen, so ja, mit zwei Fingern vielleicht mal, damit das nicht so böse aussieht. Ja. Und jetzt wird das Wasser so ein bisschen bräunlich und da ist so ein Grisselzeug drin. Und das wäsche ich jetzt gleich so ein bisschen aus. Dann kommt das im Sieb und dann wird das nochmal durchgespült. So, das lasse ich jetzt nur einfach da in der Spüle drin stehen und kann das dann gleich gebrauchen. Verbrauchen, aufbrauchen. Nicht missbrauchen, sondern verbrauchen. Jetzt nehme ich mir noch hier so ein kleines Messer. Also das geht nicht bis durch die Rippen durch. Ne? Geht nicht bis durch die Rippen durch, sondern das ist so, ne, guck mal, das für die Rippen, also dat, wenn ihr durchbohren wollt, bis hinten am Rücken, und dann könnt ihr noch ein Handtuch dran hängen oder so. Nein, das habt ihr nicht von mir gehört. Seid bloß lieb. Es gibt schon genug Stress und Krieg und Ärger und so auf der Erde. Das braucht man nicht. So, ich gehe jetzt hin, mache jetzt hier eine Zwiebel. Die werde ich einfach damit reinmachen. Also ich mache den vielleicht nicht so die Kartoffelsuppe, so wie ihr das vielleicht gewohnt seid oder bei Oma oder so. Ja, ich mache die anders. Ne? Kennt ihr anders? Da war doch der mit dem Bohlen immer, ne? Der hieß doch auch anders, ne? Und dann gab es noch so einen Hans Christian, ne? Der hieß doch auch mit Nachnamen anders. Hans Christian Andersen oder anders. Ja. Tiger, lass du mal das Stativ in der Ruhe. Ja, Tiger spielt immer mein Stativ, meint, das wäre ein Kratzbaum. Dann wackelt der meine Kamera und ihr denkt, ich habe hier ein Erdbeben. Ja, Erdbeben war schon wieder Afghanistan, glaube ich, ne? Ach, Leute, muss das alle immer sein? Ja, die haben es schon nicht so gut. Ja, mit ihren Aufpassern da, mit ihren komischen, ja, Teilen da. Ja, und dann sage ich jetzt nichts. Ist mir auch wurscht. Kann ich nicht, kann ich leider von hier aus nichts großartig ändern. So, halbieren. Und dann gehe ich hin, mache da kleine Würfel draus. So. Ah, ich kann halt nicht leiden, wenn die Zwiebel so verrutscht. Ne? Da hast du so halbe Ringe und dann eine so und dann kippen die um. Ach, furchtbar. So, aber jetzt, ich kriege das irgendwie noch gebacken. Ja, man muss eigentlich das Messer immer so ein bisschen kippeln zu der Seite. So, wo das hinfallen soll, dann geht das. Dann ist das schon in Ordnung. So, ich habe auch jetzt hier so Mettenden. Kennt ihr Mettenden? Mettenden. Die sehen so aus. Guck mal, das sind Mettenden. Das ist die Hausmarke. Ja. Machen wir da einfach einen Schnippi rein. Und die nehmen wir auch. Und warum nehmen wir die zuallererst? Also, ich habe jetzt die Zwiebel, damit ich die schon mal hinter mir habe. Ne? Aber so Mettenden, die nehme ich ganz gerne, weil da ist ordentlich Fett drin. Ja, das Fett ist jetzt nicht so das Wichtige bei mir. Da muss man ja auch ein bisschen drauf achten. Aber ich tue das jetzt einfach schon mal da so reinschmeißen. Ja, so zack, zupp, zick, zack, Hühnerkack. So, dann nehme ich mir die anderen noch und werde die auch mal ein bisschen filetieren. Ja, ich habe heute, war ich ganz erstaunt,
116 Abos. Boah, Leute, ich bin richtig, also ganz ehrlich, ich bin, wisst ihr, was ich meine? So, ne? Ja, wenn ihr so ein Gefühl habt, ne? Ich habe sogar, weiß ich nicht, ich muss mal genau gucken, ja, man kann leider nicht immer sehen, aus welchem Land, aber so vom Namen her klingt schon teils indisch, türkisch, ja. Und ja, wenn man so ein Abo-Clan hat, das ist schön, ist das. Wenn man so von überall mal so hört, oh, von da, von dort, Hamburg ist ja schon weit weg, ja, oder ja, wie gesagt, ach, oh, ja, Türkei habe ich, glaube ich, auch jemanden, finde ich, boah, ich finde das mega schön, ja, wenn man da, wie gesagt, ja, so eine Gruppe hat, so, ich bin am Überlegen, ob man das mal nicht irgendwie schaffen kann. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Nein, ich tue echt nichts mit dem Messer, das brauche ich ja, ist ja nur Werkzeug. Ob es da so was gibt wie ein Chat. Einfach so ein Chat und dann zwischendurch, ja, über die Themen, die wir dann, dass man dann so direkt fast live reden kann, also überhaupt live. Ich meine, ich kann dann vielleicht nicht antworten. Ich kann dann, wenn ich jetzt hier lesen könnte, ne, so ein kleines Tablet oder so, und da wird dann da stehen irgendwas, oh, du hast heute eine schöne Krawatte an, ne? Würde ich mal sagen, ne? Wo Krawatte? Sehe ich gar nicht, aber ja, da könnte ich drauf antworten. Ich sage, ja, da guck keine Krawatte. Ne? Und das ist ja keine Krawatte, das ist ein Bär. Ne? Schaut mal, ein Bär. Den fand ich so süß. Ne? Den fand ich richtig schnuckelig. Ist aber auch nur Silber. Ich mag kein Gold. Boah, ich und Goldkettzeug. Bin kein Goldkettchen-Typ. Ja, das machen die Opas oder die etwas älteren Herren. Die mit den offenen, mit den Cabrio Mercedes. Ne, wisst ihr? Die machen das. Die haben Goldkettchen, da hier so Schmuck und hier Gold und da Gold. Ja, sonst haben sie nichts in den Birnen, aber haben Gold an den Knochen. Oh, Leute. So, ich mache das jetzt hier an. So, zickzack. In der Zwischenzeit nehme ich mir schon mal. Ich brauche wirklich nur eine Karotte. Ja. Und ich habe jetzt hier noch drei über. Hat einer Hunger? Möchte einer Karotten knabbern oder so? Wenn ich jetzt Schulkinder hätte, würde ich die in Stifte schneiden, in eine Butterbrotdose rein tun, ja, und euch mitgeben. Habe ich aber nicht. Wo ist denn jetzt hier? Ach da. Ja, habe ich leider nicht. So, die gehe ich jetzt mal hin abschälen. Ach, jetzt habe ich wieder, siehst du? Niki sammelt doch die Schalen immer. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber vielleicht krabbelt ihr die gleich noch raus. So, wieder ein bisschen runterdrehen. Also, das muss jetzt nicht so intensiv da rumwatscheln, ne? Sonst habe ich ja, kennt ihr ja den Ausdruck, ne? Brandenburger. So. Ach ja, so, jetzt werde ich die erstmal halbieren. Ne, hier bin ich. Komm mal her, komm mal. Dann werde ich die erstmal halbieren, so, ne, auf die Länge. Und dann gehe ich hier so zack und zack. Ja, dann mache ich so Viertelstückchen draus. Damit die nicht so, ja, so groß. Ja, Karotten haben so eine Eigenschaft. Wenn ihr die als langes. Also eine lange Karotte nehmen und die ist etwas dünner. Die dicken, festen, die sind jetzt eigentlich nicht so anfällig dafür, aber die wie so ein Flitzebogen drehen die sich dann und das passt nicht. Und passt mir auf, ja, die Karotte ist etwas kräftiger von Natur, dass sie nicht mit der Karotte, mit der ganzen Stück wegrollt. Und dann ist dann vielleicht anstatt Karotte euer Finger unterm Messer. Also immer schön aufpassen. So, ne, das Gemüse, das müssen wir nämlich ein bisschen anschmoren. Das mache ich jetzt hier Karotte, Zwiebel, Sellerie. Das kommt jetzt gleich alles schon mal in den großen Kochpot rein.
Die Mettenden, die habe ich jetzt ein bisschen angeschmorgelt. So, guck mal, jetzt kommt hier da. Zack, wunderprächtig. Alles drin, Geschmack ist schon mal da. Ich nehme jetzt hier, soll ich das oder soll ich jenes? Ich nehme hier. Oder? Nee. Komm. Ich bin ein netter Mensch. Na, kommst du jetzt mal da raus? Wenn man das nicht greifen kann, wenn man so Fettfinger hat, ja, und man versucht dann irgendwas zu greifen und die Finger begreifen das nicht, dass das immer noch flutschig ist. Na? So, komm du mal bei mich. Ah, ich liebe Speck. Oh, ich liebe Speck. Speck ist so irgendwas Besonderes, ne? Gebraten. Oh, gebratene Speck. Das halbiere ich jetzt auch, aber das hat einen anderen Grund, dann kann man das nämlich besser, ja, so zerlegen. Weil ich mache immer die Schwarte immer oben ab. Ja, hier. Die Schwarte, die kommt ab. So. Und dann gehe ich hin. Da ist auch noch Knorpel zwischen. Das sind so alles so Sachen, die lasse ich dann schon mal ganz gerne runterfallen. Ne, damit hier mein Tiger was zu knabbern kriegt. Und dann tue ich die als große Stücke einfach rein. Weil dann kann Küken sich das immer noch raus angeln. Küken mag halt kein Fett. Müssen wir akzeptieren. Ja, und dann ist es auch gut. Also Speck ist auch durch sein Fettgehalt natürlich ein super geiler Geschmacksbringer. Ja, ich sage mal Geschmacksbringer, es bringt ja auch Geschmack. Ja, wenn ihr alles geschmacklos haben wollt, dann müsst ihr halt die vegetarische Variante nehmen. Ja, und dann ist das auch gut. So, dann kommt noch mal ein Knoblauch rein. Das schäle ich wieder auf der Seite, weil hier habe ich mein, die sammle ich immer, die Plastik. Da ist das Gemüse schon mal so drin. Obwohl, schaut mal hier, dieses Gemüse, hier dieses Suppengemüse, das war jetzt in so eine Pappschale. Auch nicht schlecht, ne? Ist doch in Ordnung. Ja, also, Plastik ist einfach unnötig, finde ich. Man kann nämlich, man kann sich auch anders, früher gab es Kartoffeln in so Spitztüten. Ja, da haben wir immer gesagt, die Tüten, die kommen aus dem Knast. Ich sag, wie, die kommen, waren die böse? Also da war ich noch kleiner, ne? Waren die böse? Nein! Tüten kleben. Sag Tüten kleben? Ja, Mutter, ne? Mutter. Die Insassen, die haben die da so geklebt. Boah. Ja, ich wusste das doch nicht. Früher war das wohl so. Ja, die brauchen ja eine Beschäftigung. Die sitzen ja sonst nur den ganzen Tag da so rum. Ne? Und wenn die was zu tun haben, dann kommen die halt auf keine dummen Gedanken. Fand ich gut. Ja, das fand ich gut. Ich als Kind hatte ja gar keine Ahnung. Ne? Ich war ja so ein bisschen... Nein, ich war nicht doof. Um Gottes Willen, ich war ein schlaues Kind. Ja, ich wusste, wie man isst mit Messer und Gabel. Das konnte ich mit 6, 7 schon. Nein, Quatsch. Ich habe mit 6, 7 habe ich schon Mutter beim Kochen geholfen. Mit 8, mit 6, mit 7, 8 so habe ich schon meine Familie bekocht. Ja, da habe ich schon alleine in die Küche gestanden, habe den Gulasch gemacht mit Nudeln, Kartoffel geschält, Reis mit irgendwas so. Ja, also was so damals gang und gäbe war, ja. Ich habe Torten gebacken. Da hatten wir noch in der Küche eine riesengroße Tiefkühltruhe gehabt, so mit dem Deckel nach oben, so ein Toplader, ne? Und da habe ich dann so schön dekoriert. Ja, mit den, was man so da, auch so, weil ich immer hier ganz gerne mache, so, mise en place, ne, also diese Vorbereitung, was ich alles nötig habe, schon mal am Tisch parat stellen.
Und da habe ich das schon immer schön, also habe ich so Liebe dran gehabt. So. Da habe ich Torten gemacht. Ja, die erste Torte, die ich so alleine gemacht habe, das war die betrunkene Königin. Ja, und das war so mit Löffelbiskuit, Torte, so Schichten, da kam so mit Creme, mit Erdbeermus so vermischt, ne? Und dann so schichtweise übereinander, kennt man ja, ne? Die Wiener Böden. So, und dann habe ich oben drauf, war also erstmal außenrum, da habe ich Löffelbiskuit. Kennt ihr Löffelbiskuit für die Kinder früher so? Ja, eine Seite war so ein Zuckerkristall drauf, ja, und andere Seite war nicht und so, das klebt immer wunderschön am Gaumen, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich das dann, kann man außenrum, pjong, 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 so richtig als Rand, wie so ein Zaun drumherum gemacht und innen drin kam so ein Spiegel mit Erdbeermus. Also, ja Leute, Kinders, da war ich 8. Guck mal, ihr sitzt jetzt auf der Couch. Guck mal hier, er, ja, sitzt auf der Couch und was machst du? Chips essen. Oh, du kannst auch. Jeder kann. Nicht nur ich oder die, dein Frau, dein Partner innen oder außen oder wie auch immer, ne? Ach, Leute, ihr könnt alle, glaubet mir. Kochen ist easy. Ne, ich habe da so ein, der zeigt immer so Shorty, so ein kleiner Junge, der macht so vielleicht, lass ihn 10 sein, ja. Der nimmt einfach ein, ja, der macht damit so Trick. Ich denke, ich weiß nicht, ob er das alleine macht oder so mit jemandem, der da hilft oder so. Aber der steht dann da, Arbeitsplatte, der kommt da so eben so dran und dann schmeißt er so alles in den Kochpott, umrühren, zack, zack, zack. Ja, der hat mich so mit so Trick, so kurz, damit er auch in eine Minute reinpasst und Shorty eben. Schmeißt alles zusammen, bra, 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 und zack, und dann zeigt er, wie schön der Teller aussehen kann. Und dann richtig mit Material, Garnelen ich weiß nicht was. Also Leute, ich bin, so ein bisschen bin ich begeistert. Und so ein bisschen bin ich neidisch. Weil, warum? Damals gab es noch kein YouTube. Damals gab es ja noch kein YouTube. Ja, und dann ist man neidisch, ne? Wir hatten Super 8 Kamera. Ja, das hatten wir. Super 8 Kamera. Ja. Aber Super 8 Kamera und heute YouTube. Ja, wo willst du denn die Super 8 Filme dann hochladen? Kann man ja heute. Man kann ja Super 8 Kamera Filme digitalisieren und ja, alles, das ist gut, ja, schön. Aber macht sich da einer große Mühe mit? Genauso wie wenn du hier diese Schallplatten, kann man ja auch digitalisieren. Das war jetzt eine Fliege, ne? Kann man ja auch digitalisieren. Kann man, wenn man will. Ja, aber Schallplan digitalisieren. Ja, dann hast du das, da hast du das auch so ein Sticky oder Chippy, hast du das dann da so rumlungern, ja, die Musik von Udo Lindenberg, ich fuhr so vor mich hin auf der Autobahn. Da stand ein Typ und winkte und ich dachte, hält's mal an. Und doch als ich so allmählich näher kam, so etwas Komisches, ganz seltsam. Er hatte Drähte an der Nase und Antennen an den Ohren, ganz grün im Gesicht. Und dann beugte sich leicht nach vorne und sagt, düten, dü, 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 sehr angenehm. Mein Name ist Gerhard Kösebrecht. Ich komme aus dem 13. Sonnensystem. Aha. Nur ich dachte, die machen hier gerade einen Film, so eine Science-Fiction-Show. Da sind Dreharbeiten und da sah ich da hinten schon das gigantische UFO. Ja, aber, ne, oder? War das noch Musik? Da ging noch was ab, ne? Weißt du? Da ist ja so, oder hier, Jing, Jing, Jingis Khan. Weißt du, da ist so, da ist noch so irgendwas drin. Ja? Da ist noch so, Geschichten sind da drin. Das mochte ich so. Ja? Bruce Lee, ja, Bruce Lee, nicht Bruce Lee, das ist der andere. Ja, aber Bruce Lee hat dann
Ja, das Kartenspiel oder so, ja. Oder hier ganz traurig. Ganz ehrlich, da oute ich mich, ich fange da an zu weinen, ja, bei Teddy. Teddybär 1,4. Weil das mich sehr erinnert, so an die Jugendzeit, oder ja, meine Jugendzeit kann man ohne weiteres sagen. Da hatte ich auch CB-Funk. Ja, CB-Funk. Und das gab es dann da auch. Ja, da waren dann auch Personen, ja, die vielleicht dann nur noch aus dem Bett funken. Also funken geht ja mit dem. Ja, und dann hast du da den Lautsprecher gehabt. Also nicht jetzt so wie, ja, kurze Zeit später gab es ja Handys und dann war ja CB-Funk kaputt. Ja, das erinnert mich dann immer so daran. Teddybär 1,4. Ach, war das schön. Ja, und dann hinterher gab es ja auch noch die zweite Auflage, also ja, wo dann dieser LKW-Fahrer dann weil der Vater von dem Jungen, der glaube ich im Rollstuhl saß, ja, war auch dann halt Witwe und dann hat der eine LKW-Fahrer die dann geehelicht. Fand ich. Also nein, auch ja, die zweite, da habe ich nicht so viel geweint, aber doch die erste, Teddybär 1,4. Oh, Leute. Ja, da gibt es, ich glaube, zwei so Lieder gibt es da. Großvaters Uhr. Kati, da wirst du mir recht geben. Großvaters Uhr. Ja, auch so, ne, oder? Ich guck mir unwahrscheinlich gerne, wie heißen die Filme? YouTube und dann hier Lost Places. Schaue ich mir unwahrscheinlich gerne an. Aber dann siehst du dann vielleicht so noch alles fertig. Ja, als wenn die Leute dann gleich wiederkommen würden. Ja, und dann ist dann da die Regale schön dekoriert, den alten dicken Fernsehapparat mit der dicken Röhre noch. Ja, also schon jahrelang steht das Haus leer, das kann man sich dadurch errechnen. Schon wieder eine Fliege, das war ich nicht, ne? Ja, und dann sitzt da vielleicht so ein Teddybär, ja, so ein Püppi, ja, okay, manche Püppis, die sehen auch, ja, gruselig aus, aber so ein Teddybär, ne? So ein Plüschhase, der sitzt dann da auf dem Bett, schön dekoriert, frisch gemacht das Bett. Geh da mal weg, du Fliege. Ja, frisch gemachtes Bett, der Teddybär sitzt da so am Kissen und wartet darauf, dass gleich sein Besitzer nach Hause kommt. Ist das nicht traurig, oder? Boah, macht euch noch, mir geht das, mir krabbelt das Eis kalt rauf und runter. Ich krieg so eine Pelle, boah. Ach, Leute. Ja, so ist das eben. Jetzt nehme ich das aber mit hier rüber, dann brauche ich nicht immer hin und her wandern. Ja, sowas. Das macht mich traurig, sowas, ja. Ich muss ja nur die Pilze schön klein machen. Und für Küken, damit nicht ärgern. Die mag keine ganzen Pilzestücke oder so. Also sie kann sich nicht vorstellen. Ich mag auch ganz. Ja, aber das heißt, für Notfall nehme ich dann ganze Pilzköpfe. Und mit einer Problem, der kann sich die heraussuchen. Da ist der Geschmack wohl von den Pilzen mit drin. Aber es ist nun mal halt nicht so, dass da, ja, dass man halt auf die Pilze beißen muss. Ach so, ja. Wie gesagt, ich mache ja heute eine Kartoffelsuppe. Aber was hat das hier? Ja, kennt ihr das? Ja, so ein Beutel, Nothilfe-Projekt hier? Nein, ist kein Notnahrungsmittel. Das ist Stampfkartoffel in Tüte. Ja. Also getrocknete Kartoffeln, einfach nur Kartoffeln. Das sind nur Kartoffeln, Leute. Da ist nichts Großes bei oder was. Ja, vielleicht ist da ein bisschen Geschmacksverstärker drin, Salz oder sowas. Vielleicht, also Salz, Geschmack. Ne? Das kommt dann auch gleich da rein. Also ich habe jetzt hier nur vier Kartoffeln. Es kommt darauf an, ja, dass da Kartoffeln auf jeden Fall sichtbar sind. Ja, dass man Kartoffel auf den Löffel bekommt. Damit ist das ja auch schon so gut wie durch das Problem. Ja, weil sonst ist es ja keine Kartoffelsuppe, ne? So.
Aber ich muss noch mal ganz kurz noch mal auf die Abo-Zahl noch mal zurückgehen. Heute, glaube ich, waren das drei oder vier. Drei neue Abonnenten. Boah, Leute, ich könnte euch so. Ja, warte mal, ich mach das mal. Danke. Na, ich finde das richtig schön. Ja, so ein Abo ist, ich finde das richtig eine tolle Sache. Ich kann euch leider nicht alle abonnieren, weil sonst blicke ich ja gar nicht mehr durch. Aber ihr so einzeln könnt natürlich das ohne weiteres machen, weil sonst wäre ich ja ruckzuck überfüllt, ne? Ich meine, ich habe euch lieb und ich habe euch gerne, aber das ist nicht, leider nicht immer so möglich. Ja, ich komme euch auf jeden Fall immer auf eure Seite besuchen. Ja, und ja, Tiger, du kriegst ja. Ich habe hier ein bisschen Speckschwarte für dich. Ja, ich weiß, Katzen sollte man keine Speckschwarte geben. Mir sollte man aber auch keine Speckschwarte geben. Ne, guck mal. Oder? So, bist du alleine? Dann kriegst du alles für dich alleine. Kannst mal sehen, du. So, jetzt habe ich hier noch Porree. Jetzt mache ich da noch mal eine ab, eine Bahn. Ja, ne, so, habt ihr das auch so irgendwie, ja, wie gesagt, Großvaters Uhr. Boah, das ist, Leute, das ist so eine Musik für mich, ne? Das tut der Seele, ich würde sagen, der Seele tut es auch gut. Sind so Erinnerungen so ein bisschen. Ja, ich erinnere mich dann wieder an Onkel Hupsi. Ja, Onkel Hupsi hat zum Beispiel dann immer, ja, so ulkig getanzt. Das fand ich immer so ulkig mit Tante Anneliese. Ja, und ich fand es schön, ja. Und dann ist dann halt so die Musik so. Ja, die haben so gern Egerländer. Kennt ihr Egerländer? Oh, ist nicht unbedingt der Rede wert, aber. So, ich werde jetzt hier mal eben Wasser reinmachen, sonst habe ich nämlich nur gleich warme Würstchen. Ja, Egerländer. Oh, Leute. Ja, was heißt Egerländer? Wenn du sei da mal in dem richtigen Land dafür. Sei mal in der Tschechoslowakei. Wir waren jetzt zum Beispiel in der Tschechoslowakei. Da waren wir in so einem ja, Hotel AXA. Kann ich ruhig sagen, ja, okay, das gibt es immer noch. Also ist das jetzt schleichende Werbung, schlacht mich tot. Ja, aber Hotel AXA. Und da waren wir in so einem Kabarett. Leute, ich war noch nie im Kabarett. Damals war ich 15 oder was, ne? Also die ersten Klimmzüge nach der Tschechoslowakei. Wir haben da Familie, ja, mal wiedersehen und so. Ja, in eine Kabarett. Wow. Oh, wie benimmt man sich da? Wie sieht man da aus? Hat man da Krawatte um, Kragen, alles weiß, Picobello, schöne Jacke, tolle Hose oder so, ja? Nee, wir waren ganz normal. Ja, Mutter hatte sich schick gemacht. Ich glaube sogar ausnahmsweise mal ein bisschen geschminkt. Ne, und muss ja mal eben hier auch abspülen, die Kartoffelkäse. Ja, und ja, also und da waren wir im Kabarett. Ja, und da war so eine 16-Mann starke ja, so eine Musikgruppe. Ja, sagt man Musikgruppe. Ja, auf jeden Fall so eine, aber klassisch. Nicht so klar, also tschechisch. Tschechische, böhmische Polka-Musik. Ne? So, mit Blasmusik war da drin. Gitarren, ja, auch. Und Schlagzeug. Also, aber so. Wie man sich das jetzt so eine tschechische Polka oder so tschechische Musik so von damals so vorstellt. Jetzt nicht klassisch, also kein Mozart oder so, ne?
aber typisch klassisch halt so, was man da so ja kennt, ne? Und das war schon mal, wow, das war Feeling. Das passte, ne? Ich könnte mir jetzt so nicht vorstellen, hier meine Alexa anzusprechen, ne? Alexa, kannst du dir vorstellen, ich höre jetzt tschechische Polka? Tschechische Polka von Berlin, am 13. April 2021. Das ist ja, sind wir wieder etwas schlauer. Ja, also, kann man sich jetzt hier nicht so vorstellen, aber da passt das gut hin. Leute, was war ich, war ich besoffen. Ich habe doch noch nie Alkohol getrunken. Aber da, wie gesagt, da war ich so 15, 16 oder was, da kam eine große Flasche Rotwein haben wir da getrunken. 7 oder 8 Flaschen oder was mit 3 Leuten. Und die kam vielleicht 7 Mark damals. Ja? 7 Mark oder was kam die? Und mein Gott, war ich schicker. Da bin ich durch die Treppen runter und da waren so schön, also Marmortreppen und also die Handgriff, der Handlauf, so Marmor. Und dann war da so ein Riesenspiegel, der war so genauso groß, wenn die Treppen runter, so diese Podest, so dieser Absatz, ne? Treppe runter und dann hast du eine Platte und dann geht's weiter rund, ne? Da war so ein Riesenspiegel, aber da stand ich so davor. Das weiß ich noch, ne? Da habe ich so gedacht, mein Gott, bist du das? Bin ich das? Also, boah, war ich da Knülle. Also, da habe ich so richtig mal zugeschlagen. Sonst, ja, mit Freunden schon mal so abends einen Punsch. Ja, so ein Glühwein oder so gemacht im Winter. Aber doch nicht, ich habe doch nicht gesoffen. Kenne ich gar nicht bei mir. Ja, also. Nee, boah, aber naja, egal. Auf jeden Fall, das Erlebnis musste sein. Das war gut. Ne? Das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Ja, und wie gesagt, da war eben so eine tschechische Polka. Das war in Ordnung. Ne? Das passte dahin. Aber wenn ich jetzt überlege, ich müsste mir jetzt so zwangsweise so irgendwelche Egerländer antun. Oh, nee. Ist dann wohl nicht mein Ding, ne? Das ist nicht so. Nee. So, ich schneide jetzt die Kartoffeln hier in unterschiedlich dicke und dünne Stückchen, also in kleine Würfelkuss. Ja. Die dürfen ruhig auch ein bisschen noch auseinander, also klein werden, weil beim Kochen, wenn du so mehlig kochende Kartoffeln hast, ja, guck mal hier, da habe ich so kleine Stippkes hier, so Würfelkes und, ne, guckst du, schmeiße ich jetzt alle da rein. So, 4 Stück habe ich jetzt drinne. Dann nehme ich mir jetzt hier nochmal so ein nur Suppenumrührgerät. Ne, könnt ihr zaubern, ne? Guck mal. Warte mal, der ist nicht so lang genug. So macht er. Nee, da dürft ihr das hier aber nicht sehen, ne? Und das müsste ein bisschen so. Ne, weißt du, so kann man zaubern. So tun, als wenn man zaubert. Ach ja. Ach ja. So, dann habe ich, diese, das meine ich, das Stück selber, also ihr Gemüsebauern, tut mir leid, Leute, ich muss euch mal jetzt mal ein bisschen an die Karre pinkeln. Was ist das? Ich mache jetzt mal die Schale davon ab, dann ist da gleich nichts mehr von da. Ich nehme jetzt extra einen Sparschäler, damit ich noch vielleicht was über habe. Ah. Tina, du hast gehabt. Die anderen hatten gar nichts. Jetzt hörst du auf zu betteln da unten. Tiger bettelt immer. Die betten halt nicht alle. Heute Morgen, boah, war hier was los. War.
mein Gott, war hier was los. Also die, das ging ja drunter und drüber. Da sagt die Kleine, also Küken, ich glaube, ich gehe mal im Schuppen eine Dose Futter holen. Ich sage, ja, mach das. Und dann vergisst du denen auch das zu geben. Ne? Ja, das war nichts Böses oder so. Ja, aber jetzt stand die Dose hier und die Katzen, die brachten mich immer noch zum Stolpern. Ne? Da kriegst du Freude. Ne? Du rennst hier mit dem Kessel heißes Wasser für Kaffee kochen und so durch die Gegend. Ja, und was hast du dann davon? Ja, ein gebrochenes Bein. Also habe ich den versucht zu erklären. Ich sage, Leute, wenn ich ein gebrochenes Bein, ja okay, nach ein paar Wochen kann ich wieder. Ja, oder vielleicht sogar schon am anderen Tag. Aber habe ich ein gebrochenes Knick, dann könnt ihr gucken, wo ihr euer Futter holt. Jetzt guck mal hier. Ja, das ist nicht mehr viel, ne? Guck, ja. Da ist nicht mehr viel von über. Schweinerei. Ja, gerade, das sind so die Sachen wie Porree und Sellerie. Boah, riech mal. Ah, ja. Sellerie. Ah, ich liebe auch Liebstöckel. Ja, Liebstöckel zum Beispiel. Ach, oh, das ist auch was Herrliches. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Liebstöckel im Garten habe. Ich glaube, das ist gar nicht mehr die Zeit. Ja, weil ich gucke so vorne, ich gucke lieber hinten nach meine Kräuter, in meinen Kräutergarten. So, guck, das habe ich jetzt auch so in schön kleine, angenehme Stückchen gemacht. Das, wenn das gleich ein bisschen weich gekocht ist und das so ein bisschen außenrum so das abfällt, ist muss so sein. So, dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen Petrosilie. Da bitte von dieser krausen Petrosilie, ne, siehst du da? Die bitte die Stiele abmachen, weil die Stiele schmecken nicht so gut. Von der Blatt Petersilie, da könnt ihr mit Stiele nehmen, also die glatte Petersilie, da könnt ihr das mit den Stielen nehmen. Und aber wie gesagt, hier bei der Krausen macht die Stiele ab, ja, noch ein Stückchen dran, weil die ist halt ein bisschen bitter. Unter anderem, das habe ich euch schon mal gesagt, ist die krause Petersilie giftig. Ja, ja, 1970 gab es das in Kiloweise auf dem Buffet. Ja, und wenn das noch nicht aufgebraucht wurde, wurde dann einfach das Sträußchen da so als Blumenvase dekorativ da mitten rein noch gestellt. Ja, krause Petersilie ist giftig. Ja, das wissen halt viele Leute nicht. Nur dazu müsst ihr kiloweise davon nehmen. Also ich sag mal, ich glaube 3 Kilo, 3,5 Kilo oder so kann man davon verzehren, bis es das dann mal irgendwelche bösen Anzeichen bringt. So, das schneide ich jetzt nur klein. Das kann so liegen bleiben. Ich habe hier noch Schnittlauch und ein bisschen Pfeffer. Ich nehme den groben Pfeffer, weil den kann dann der Küken raussortieren. Der Kuba groben Pfeffer oder raussortieren. Nein. Nur ein bisschen. Ja, muss ja nur halt ein bisschen Pfeffergeschmack haben. Das muss ja nicht übermäßig übertrieben scharf sein. Ne? Ach, Tiger, ach so, kann ja hier rein. Ach Quatsch. Falsche Schublade. So. Ja, kann so sein. Ich mache jetzt hier auch hier diesen, den könnt ihr auch da rein. Macht aber bitte noch nicht den Kartoffelstampfpulver da rein. Warum? Weil das unwahrscheinlich viel Stärke freisetzt. Also das kommt jetzt in den anderen Müll, das kommt hier auch sogar hier rein. Weil da ist viel Stärke drin und die setzt sich am Boden ab. Ja, und dann habt ihr eine Brandenburger am Boden. Das wollt ihr auch nicht. So, das graben wir jetzt hier einmal so ein bisschen um. Ja, viele gehen hin und
machen dann noch, pürieren das. Finde ich jetzt nicht so gut. Ich bin ja nicht im alten Pflegeheim. Ich brauche mein Essen nicht püriert. Ja. Und eine Suppe schon mal gar nicht. Ich mache jetzt hier die Pilze so. Ne, guck mal, ich könnte das so ein bisschen erkennen. Ne, ich könnte da gar nicht erkennen. Ja, so ein bisschen löst sich dann so. Ja, keine Tannennadeln schon mal mit drin sein. Ja, ein bisschen schütteln und dann so zwischen den Finger so gleiten lassen. Ja. Oh, Leute, das. Oh, die Pilze, die duften. Ah, oh, herrlich. So. Zack. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr das. Zack. Hast du was, kannst du was, hast du nichts, machst du nichts. Ja, nein, Quatsch. Einfach mit gleichzeitig zack in die Suppe mit rein. Dann kann so ja, der Geschmack sich noch ein bisschen lösen von den Pilzen. Boah, Leute. Ja, ihr könnt natürlich eine Kartoffelsuppe auch ohne Pilze machen. Oder anstatt Steinpilze oder die selbstgesuchten, wenn ihr so ein bisschen, ja, vielleicht panisch seid oder ängstlich seid. Ja, Pilze, oh, gefährlich. Ja, Quatsch. Dann könnt ihr natürlich auch Champignons nehmen. Ja, es gibt auch getrocknete Champignons. Ja, man nimmt ja getrocknete Pilze für. Also klassischer. Und du kannst auch frische Steinpilze dafür nehmen. Auch das geht. Nur dann ist es halt irgendwie anders. Also anders wie was ich kenne. Ne? So. So, das kann ich jetzt so lassen. Dann mache ich den Deckel drauf, stelle das so auf 400 Umdrehungen und mache daraus, was mache ich denn, 40 Minuten. So, 40 Minuten mache ich da draus und dann sehen wir uns auch gleich, oder? Das friere ich ein, das ist noch ein Stück Speck. Weil wir machen ja öfters sowas. Ach, guck mal, ich habe hier noch Schnibbelbohnen. Ah, nee, guck mal. Das sind lange Bohnen. Da kann man so Bohnen eingewickelt in Speck machen. Also nicht jetzt mit dem Speck, der ist ja zu dick. Aber so Speck. Speckböhnchen. So. So. Und damit bin ich jetzt erstmal. Weg von der Fahne. Weg von der Fahne, klingt gut, ne? So. Nein, ich melde mich jetzt erstmal ab. Ich bin erstmal auf 17. Wir machen da meistens immer so zwei Stücke. Ihr seht aber auch daran, wir schneiden nicht großartig. Wir lassen das so euch zukommen. Das, was ich filme, das bekommt ihr frisch auf dem Tisch. Wie sagte man das früher? Aus deutschen Landen frisch auf dem Tisch. Ja, sprich Familienplanung. So, jetzt ist aber gut. Ja, da ist er schon wieder. Suppe ist fast fertig. Ich probiere mal hier so ein Stück Kartoffel. Also eine Kartoffel kannst du mal gut feststellen, ob die jetzt durch ist oder fertig ist, die Suppe. Für mich ist sie fertig. Jetzt kommen wir hierzu. Wenn ihr eine Kartoffelsuppe schön cremig haben wollt, ihr könnt genauso, wenn ihr euch das einfach machen wollt, guck mal, ich glaube, das schön glitzert, ne? Oh, schön. Dann macht ihr das hier mit schön sämig. Erbsensuppe, Linsensuppe. Ja, wenn ihr das nicht so flüssig haben wollt, ja, dann macht ihr einfach hier einen kleinen Schnippi raus und streust einfach so ein bisschen was davon rein. Das ist nur Kartoffel, das ist nichts Schlimmes. Ja, und dann könnt ihr das ohne weiteres hier so einrühren. Ja, kann noch ein bisschen. Und wenn das dann wieder zu viel war, dann könnt ihr genauso gut auch wieder hingehen und einen Schluck Wasser drauf machen. So, ah, das sieht ja richtig gut aus. Da könnt ihr eine Scheibe Brot bei machen.
oder ein Brötchen oder ein Hörnchen oder irgendwas. Ja, und damit ist die eigentlich so, die ist fertig. Oh ja. Oh, also ist mir aber gut gelungen. Und ich weiß ganz genau, Leute, das schafft ihr auch. Das ist nämlich ein Klacks. Das ist ja keine Aktion, mal eben eine Suppe zu machen, oder? Und wenn ihr, wie gesagt, Geschmack dran haben wollt, ja, einfach so einen Brühewürfel reinschmeißen. Ihr habt ja andere gute Sachen reingebracht. Ja, so ein Brühewürfel. Ha, 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 ha. Ja, ist so wie die braune Flasche am Tisch. Okay, also im Urlaub würde ich nie eine braune Flasche mitnehmen oder Senf oder sonstigen Quatsch oder Ketchup. Also, weil da muss ich halt das Essen, was am Tisch kommt und was da so landestypisch ist. Ja, also wenn ich jetzt in Türkei bin und ich würde mir jetzt da eine rote Linsensuppe oder so essen, ja, dann bekomme ich die eben zurück, wie es da normal ist. Wie man das so macht. Ordentlichen Korb voll Brot, ja, sogar einen Salat bei, ja, und dann zahlt ihr da ganz kleines Geld für. 2-3 Euro oder so. Ja, aber ihr seid richtig satt. Ja. Ach, sieht die gut aus. Wie die duftet. Ah, ich liebe diesen Duft. Ich will nur hoffen, dass das Küken damit kein Problem hat, aber. Also ich sag mal, man sieht hier kaum die Pilze. Die sind schön. Ich habe gedacht, ich müsste diese kleinen hacken, aber die waren, sind nicht groß aufgequollen, die sind klein geblieben. Sahen wir ihr gar nicht. So, ich schmeiße jetzt hier noch die Petersilie rein. So. Und dann war es das. Ich zeige euch nochmal, wie die von oben ausschaut. Ja, schaut mal. Guck mal, da ist doch alles drin, alles dran. Sieht schön sämig aus. Gerade war sie nämlich noch so ein bisschen durchsichtig. Also ich meine jetzt hier von der Brühe. Ja, seht ihr das? Ja, wie schön cremig die ausschaut. Ja, ich glaube, ich mache aber da trotzdem nochmal einen Schluck Wasser dran. Ich weiß nicht, warte mal, 2 Teller pro Person. Mindestens, ne? Ich mache da einfach nochmal einen Schluck Wasser dran. Ja, wenn ihr Besuch bekommt, den ihr nicht erwartet habt, ja, macht ein Maggi dran und einen Schluck Wasser und schon ist alles wieder gut. So, umrühren. Fertig. Oh. Da läuft doch das Wasser am Maul zusammen. Ja, nochmal hochdrehen, damit das richtig schön heiß wird. Und damit ist es servierfertig. Ja, weißt du, wenn du so hörst, da wieder Krieg, da Unruhen, dann fängt das jetzt hier auch in Deutschland an. Ja, so jüdisch Gegner oder so. Boah, Leute, muss das sein? Seid ihr nicht so ganz klar im Kopf? Ja, das geht überhaupt nicht. Was ist hier los? Ja, seid ihr alle bescheuert? Oder? Ich mache jetzt da noch ein bisschen. Ich habe noch Liebstöckel gefunden. Ich habe noch Liebstöckel im Garten. Bisschen mal getrocknet. Ja, und das zerreibe ich jetzt einfach. Ja, und das kommt jetzt einfach damit drin. So, die Äste, die lassen wir draußen. Die brauchen wir nicht. Die schmeißen wir weg. Ja, und schon ist da Liebstöckel dran. Ja, das ist ja der Vorteil, ne? Wenn ihr hier so, guck mal, wenn ihr hier so alle so hoch, ja, wenn ihr so getrocknete Sachen, das ist zum Beispiel Majoran, ja? Ja, da gehe ich auch mal hin. Dann zerdrücke ich das so ein bisschen, so ein paar Blätter, so ein Ästchen hier. So, zack. Und schon ist da auch Majoran drin. Jetzt muss ich das nur wieder hier hingehängt bekommen. Zack. Oh.
Leute, Majoran, ne? Das duftet. Ja, Suppen, total easy, ne? So, jetzt kommt mal abends, ja, vielleicht seid ihr mal durch den Schnee gewandert. Also, jetzt nicht jetzt so, wir haben ja doch im Grunde noch Sommer, gedachten Sommer. Stell mal vor, ihr kommt jetzt so durch den Schnee, abends, ja, vielleicht so in der Adventszeit, ja, und jemand zu Hause war so lieb und hat euch so eine Suppe gemacht. Boah, da wird euch ja richtig warm ums Herz, oder? Ha? Ist das schön? Ja, so ein Süppchen? Ah, Leute, ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, leuchtet noch. Ja, das ist doch ideal, oder? Ja, also, ich finde das gut. Oh, herrlich. Ja, nicht nur ein Grog. Ah, aber ein Grog ist auch nicht schlecht. Schwarzen Tee, Schuss Rum rein, Candice, Zitrone, vielleicht Honig. Ja, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr das gerne macht. Aber so, das sind auch so beim kalten Winterabend oder so, Sonnensuppe. Jetzt haben wir natürlich keinen kalten Winter, im Moment nicht. Gott sei Dank. Auch der Herbst, der ist noch nicht so richtig am Bach, ne? Nein, der ist noch so ein bisschen komisch. Der hängt da noch irgendwo quer in der Luft rum und weiß nicht, wo er jetzt hin will, ne? Ist das Klimawandel? Ja? Oder ist das was anderes? Ich weiß es nicht. Da stecke ich nicht so drin. So, guck mal einer, schau. Oh, guck mal, ja, ich habe ja hier auch noch. Ach, Schnittlauch habe ich ja auch noch. Ist das Schnittlauch? Schnittlauch. Renn damit. Je mehr Kräuter, umso schmeckiger wird es. Ja, ja, ich habe auch, wie gesagt, den Speck etwas grob gelassen, damit so der Geschmack da ist. Aber halt Küken sortiert das gerne raus. Die mag das nicht so. Ja, ist jetzt so fettig. Aber der Geschmack so und das Fett, wenn es ausgekocht ist, ist ja in Ordnung. Ja, aber es muss halt nicht so, ich will nicht drauf beißen. Das kennen mit Sicherheit viele Leute. Und so, kann runter. Dann brauche ich ihn nur noch warm halten. Ah, das sieht richtig gut aus. Ich mache jetzt mal auch schon mal so ein bisschen Brotkorb fertig. Ach ja. Ja, was ist denn, Mäuschen? Was ist denn los? Meckert da unten immer rum, ne? Da weiß man gar nicht, was sie will. Das Mäuschen. Guck mal, da gehst du einfach hin, schneidest du so Stücke, so kleine Brotstücke oder Brötchen. Ne? Guck mal, so, das war jetzt hier so ein Laugenbrötchen. Ne? Das habe ich jetzt einfach so in Scheiben geschnitten. Das könnt ihr so machen, wie in Türkei immer gemacht wird. Ja, damit der große Brotkorb wird dann hingestellt. Ja, so richtig schön Weißbrot. Und das könnt ihr dann so wegnaschen. Guck mal, jetzt nehme ich jetzt hier auch mal so eine Scheibe nochmal hier. Mach da so Streifen draus. Ja, und damit sieht das schon wieder viel neckischer aus. Ja, das können wir wegtun. Das tun wir in der gelben Tüte. Gelben Tütbeutelsack. So, und das schmeiße ich jetzt. Ja, danke schön. Ja, du musst immer quer im Weg stehen. Dann merkst du auch, wenn das Statik sich bewegt. Ja, Katzen eben, ne? So. So, da ist noch Roggenbrot und hier haben wir auch noch. So. Ach ja. Immer sofort schön Ordnung machen. Ja, wenn du kochst und du machst sofort Ordnung, ja, dann ist die Welt auch gleich wieder in Ordnung. Ha, klingt gut, ne? Ne, klingt doof. Aber ist egal. So, immer schön sauber halten.
Und hier aufpassen, dass das nicht ansetzt. Oh, Leute. Ach, ist das gut. Ich liebe es. Ach ja. Also, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier, Cody, ja, und Charlie. Ja, der Charlie will dahin. Nö, wird Charlie gleich so umgelenkt und dann wird er doch noch ein Stück zum Fressen ab, über trinken oder futtern. Ja, dann wird er wieder also, ja, okay. Wenn ihr mehrere Katzen zu Hause habt, dann könnt ihr euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Aber er will zum Fressen ab. Ja, was macht Cody? Schubst ihn gleich an die Seite. Der kommt ja dann irgendwo an seinen Breckis Trockenfutter dran. Also, nee, wissen Sie, das sind die richtigen. Charlie, hä? Huh? Das ist einer, ne, sag mal, das ist ein Cody. So, ich probiere nochmal. Muss ja öfters probieren, ne? Ach so, gebe nicht. Oh, Leute, ist das gut. So, ich tue mal eine kleine Flasche von dem, ja, ist Soja. Ist das, was auch in der braunen Flasche drin ist, in dieser quadratischen braunen. Obwohl, ich besitze sogar eine, kleinen Moment. Da. Ich habe auch eine grüne. Jetzt pass mal auf, was da drauf steht. Achtet auf Schutzmarke. Ah, ich muss halt immer so ein bisschen Kreuzstern Maggi Würze ist einzig. Ich habe eine grüne Maggi-Flasche. Habt ihr auch so eine? Hammer, ne? Eine grüne. Ist was äußerst Seltenes. Kann man ganz gut auch mal käuflich erwerben. Ja, wenn er da irgendwo bei ist, ein bisschen staubig, also nicht falsch verstehen, ich bin nicht unsauber, sondern auf solche Sachen, genauso wie Weinflaschen, habe ich immer so gerne so ein bisschen Staub, ne? Ja, das hat so ein Flair wie, ja, ich weiß jetzt nur nicht, was war da für ein Deckel drauf? War das auch so, wo man oben abschneiden musste? Ja, so ein Plastik. Oder war das, ja, so ein Schraubverschluss war es nicht. Weil, ne, schaut mal, ja, da ist kein Gewinde dran. So, zwei, da steht so eine 2 drauf. Das können wir auch noch erkennen vielleicht. Ne, kann man das erkennen? Ja, da so ganz eben. Aber guck mal, ja, was man sich da noch damals für Mühe gegeben hat, ja, das kann man kaum erkennen. Achtet auf, ja. Hallo, Leute. Ja. Das ist doch mal was. Ja, so ein Fläschchen habe ich da auf jeden Fall noch. Matschi. Also hier oben steht auch noch was drauf. Ne? Aber da muss ich immer mit Licht. Also mein Hörgerät ist nicht so. Muss ich immer. Ist einzig. Achtet auf. Schutzmarke, Kreuzstern, Maggi-Würze. Lecker, ne? Gut, ne? Nur mal so, dass wir darüber geredet haben, ne? Ne, ich habe auch noch so andere kleine Fläschchen. Und ich kann euch auch sagen, wo ich die her habe. Also ich habe da, ja, lass mich nicht lügen, aber summa summarum zählen, ja, so 20, 30, 35, ich weiß das gar nicht, so Fundstücke hier aus dem Feld, ja, also hier vorne ist so ein Feld, ja, da wird immer Kartoffeln oder mal Korn, mal Mais, ja, so angebaut und wenn der Bauer dann kommt, einmal so richtig, einmal im Jahr so umgräbt, umpflügt, ja, und dann man da drüber her spazieren geht, dann findest du sowas immer. Ja, okay,
Man hat da früher alles im Ofen geschmissen und so ein Glas verbrennt ja nicht unbedingt. Ja, es fängt vielleicht an zu schmilzen, aber es ist so, ja, nicht unbedingt, ja, der Schmelzpunkt ist, liegt höher, wahrscheinlich mit Koks oder so. Da könntest du vielleicht die Temperatur erreichen, wo Glas dann halt schmilzt. Ein paar Sachen sieht man, die sind geschmolzen. Aber die haben ja alles da hinten auf dem Feld geschmissen. Da war das wohl auch noch nicht mit dem Müllabfuhr so. Ja, und Medizinfläschchen, kleine Parfümproben oder andere Fläschchen, Magenwohl, Dermol oder so ähnlich ist das, glaube ich, so ein Magengesundmachmittel. Ja, ich kann euch das mal zeigen. Kann man. So. Da siehst du, da sind noch die kleinen Magieflaschen. Hier, ne, kleine Magieflaschen. Da sind ein paar Parfümfläschchen. Das ist noch von Großvater, die Uhr. Ja, beziehungsweise, vielleicht erkennt er den. Nick-Nack-Song. Ja, guck mal. Also ich bin jetzt nicht russisch, aber ich habe so eine kleine Ikone, habe ich auch von Großvater. Ja, aber guck mal, da sind alles noch so alte Fläschchen, die habe ich alle mal gesammelt, mit Korken sogar noch teilweise. Ja. Ja, alles da. Ja, so Schnupftabak oder für ja, sogar noch so ein Steinhäger-Fläschchen. Ja, sowas habe ich alles immer gern. Oder hier so ein Bier, da könnt ihr noch so sehen. Ja, wie Kühler oder so ähnlich. Ja, so ein. Da sind so kleine, ja, so, ich denke mal, vielleicht so Aromafläschchen für den Kuchenbacken oder so. Ja, sowas. Ja, siehst du das? Oder hier so ein Kapsel, so ein Verschluss für eine Bierflasche. Und da sind sogar noch so Fläschchen bei, wo man früher, heute gibt es ja so, da ist ja so ein Plastiknibbel drin, so ein Nippes, ne? So ein Düngel, ja, und dann tropft dann so, wenn ihr da 10 Tropfen pro Tag nehmen sollt oder so, ja, Husten oder Halsweh oder so, dann hast du so, da tropft ein, und da war so, aber das war so mit der Flasche vereint, also das war so mundgeblasen wohl, da war so ein Auskerbung war da, ne? Und da tropfte das auch so raus. Also das war fest installiert. Oder wie ich das jetzt so sagen soll. Und das war so eben, ja, gut. So. Also zum Tropfen gut. Ne? Zum Tropfen gut. Das tue ich jetzt einfach nur noch warm halten machen, dann sind wir auch damit durch. Ja, aber sowas, das habe ich immer gern gesammelt. Ne? Und das nimmt nicht so viel Platz ein. Ich sage mal, okay, ein bisschen mehr, wieder wie ein so ein Briefmarkenalbum, Sammelalbum oder so. Schon. Aber so viel hast du da auch nicht gefunden. Ich habe auch mal so einen Kicker, vom Kicker, also diese Tischplatte, dieses Tischfußball, so einen Ball gefunden. Oder vom Trecker hinten, da waren noch so Katzenaugen dran, so Dreiecke, und da waren, klebten so wie so, so Glastropfen, ja, die klebten da so hinten dran, auf dieses Gummilappen da, da habe ich auch mal eins gefunden, ja, okay, muss man auch aufpassen, da liegen auch noch Granaten, weil hier ist der, wie heißt der mit der Zigarre, der aus England, ja, dieser kleine Knuddelige mit der Melone und der Zigarrenrauch. Churchill? War das der? Ich kann sein, ne? Der lief hier, ja, hier über der Felder. Und der hat da so, ne, geraucht, ne? Nein, also drüber hergelaufen. Im Krieg damals. Böse Zeit. Ja, Krieg ist immer doof und böse. Ach, ja. So.
ich würde sagen, die Suppe habe ich euch gezeigt. Wie wir sie essen, das kennt ihr. Niki wollte vielleicht auch noch was sagen. Er wollte sich auch noch melden. Ich warte ja auf ihn. Ich quassel euch hier irgendwie und mir den Mund fusselig, euch die Ohren. Der kommt einfach nicht. Nee, da muss ich einfach mal erstmal abschalten. Ich sag da mal, bis gleich oder bis morgen.